Ja, ist wahrscheinlich schon. Ihr Und könnt ich die meine. nächsten 10 Minuten noch dem heiligen Zorn der Priorskirche in eurem Rücken entgegenblicken, bis ihr euch dann umwendet und ja, euch auf die nächsten Probleme fokussiert. Jetzt erstmal fliehen, wohin auch immer, aus dem Sturm heraus, zurück in den Hafen, der Sinoda heißt, oder zurück in den Sturm. Wollt ihr hier bleiben? Was wollt ihr tun? Und während ihr überlegt, da wird euch klar, dass Yalan kein Offizier mehr ist und Zulamin unten verletzt liegt. Ja, ich würde mir Diamante schnappen, los, Offiziersbesprechung. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Ich würde. Kapitän! Hasfa, wir haben das Kommando an Bord. Wie immer. Wir sollten die Gefechtsbereitschaft beibehalten. Wir wissen, dass sich noch einer von diesen Koggen hier herumtreibt. Ich würde während des ganzen Gefechtes mal zu Kana Citerna gegangen sein und hätte mir einen Heiltrank geben lassen. Ich würde währenddessen bei Zulamin in der Krankenstation rumsitzen. Ja, ich würde ein Marvel mir anschauen. Soll ich greifen und holen lassen? Ja, er ist zwar kein Offizier, aber unser Gefährte. Ihr befehlt. Ah ja, dann halte mal die Schale. Ich muss die Splitter hier rausziehen. Gib mir mal die Pinzette da drüben. Die hier oder die andere? Die jetzt kommt. Hier. Oh, die ist tief. Damit kannst du sehen, wie jetzt ja, eure Gesindegeweihte nach und nach Splitter für Splitter herauszieht, während andere Matrosen dann ebenso heruntergetragen oder geschliffen werden, wenn sie dann eigene Treffer abbekommen haben und die werden dann von Ithilios, eurem Bohrundgeweihten, versorgt. Ich tupfe relativ hilflos irgendwie mit einem feuchten Tuch das Blut von Zulamin runter. Na, der verfluchte Zwerg, in dem was er angerichtet hat. Keine Sorge, ihr lebt schon. Ihr kennt doch Patron, nicht wahr? Der hat Schlimmeres überlebt. Muss euch wohl nicht mehr erzählen, ihr kennt ihn gar nicht, stimmt ja. Tut ab und zu Zulamin hoch, ob irgendeine Erwiderung kommt. Naja, jedenfalls. Wie sieht sie aus? Sie hat sehr viel Blut verloren. Das wird wohl einige Tage dauern, bis sie wieder. Jetzt geht mal weg. Jetzt geht raus. Danke, ich brauche ihn nicht mehr. Ich werde. Ja, natürlich. Kanazitiana! Ja. Eiltränke! Ja, stehen da drüben. Er ist immer noch am Kochen und rührt gerade in einem kopfenden Kessel. Flamin hat die ganze Zeit nicht reagiert und ist einfach nur da gelegen, aber wenn sie die lauten, wütenden Stimmen hört, verzieht sie so ein bisschen gequält das Gesicht. Du siehst gerade, wie der Janan mit zwei Flaschen in der Hand reinkommen. Ein Birre oder Wirselkraut? Zulamin, was viel mehr wehtut, sind die Schmerzen in deiner Brust. Die spürst du eigentlich gar nicht mehr. Dein ganzer Körper ist taub. So viel Blut, wie du verloren hast, aber durch diesen roten Schleier, diese fehlende Harmonie tut dir viel mehr weh. Ja, Zulamin macht die Augen zu und stellt sich tot. Derweil in der Offiziersmesse. Oh, oder auf ihn mich jetzt nicht erst noch? Ja, hier, lass dich holen. Würde mir, während ich an diesem Garten der Gardist vorbeilaufe, sammelt Greifenmunde ein und wo auch immer Boltax ist. Er ist kein Offizier mehr, oder? Wenn der Kapitän ihn dabei haben will, dann hat der Kapitän ihn dabei. Ich meine nur, wie ich ihn behandeln soll. Naja, wie du jeden verschissenen Chefsjungen behandelst. Er grinst fies und geht dann runter. Ich grinse auch ein bisschen, während ich in die Kapitänskajüte laufe. Ja, ich würde dann tatsächlich auch in die Kapitänskajüte nachkommen, weil mir ja klar ist, dass wir eine Besprechung haben. Ja, dann kommt dann auch, sobald ihr euch gesetzt habt, vermutlich rein. Ja, beziehungsweise wird reingeschubst. Falls sich jemand interessiert, sie wird leben. Gut. Jetzt durch. Das war mal ein Reinfall. Der allerersten Güte. Hogger wird uns zumindest nirgendwohin mehr verfolgen. Ihre Tagelage ist für den Arsch. Das habt ihr gut gemacht. Wir sagen, die Geschützmannschaft hat sich eine extra Ration verdient. Ja, das war eine schöne Salve. Ich denke, wir haben viele von ihnen Ohrensallen geschickt. Hoffen wir mal nicht.
Es sah eher so aus, als wäre die Takelage zerfetzt worden. Weniger, als wäre es Schaden an der Crew. So, Boltax berichtet. Ja. Nun, es begab sich also, dass ich dort stand und mit den Kindern gesprochen habe. Ich habe darüber gesprochen, welche Götter es sonst noch so gibt. Also, ich habe gesagt, dass es neben Praios ja auch noch den Herrn Ingrim gibt, den wir Angosch nennen. Und das wussten sie alle nicht. Dann habe ich gefragt, welche Götter sie denn noch so kennen, und sie konnten keine nennen. Und dann habe ich halt damit angefangen. Ich habe ihnen erklärt, dass es zum Beispiel Peraine gibt und dass Sumu die Mutter von allen Göttern ist. Ha? Eben das. Und auf einmal sind die Kinder langsam weggegangen und es kamen zwei Bandstrahler und die haben mich dann mitgeschleift. Und die haben mich dann in dieses Loch gesteckt und dann saß da so ein Mann, der mich verhört hat. Dem habe ich gesagt, nun, ich bin gut mit Eiler von Schattengrund befreundet und der wusste auch gar nicht, dass es Selindian Hal überhaupt gibt. Naja, und dass wir halt Briefe schreiben, sowas habe ich erzählt. Aber da hat er sich dann nicht getraut, weiter nachzufragen. Und dann hat er mir gedroht, dass er mich foltern würde und hat mir diesen Eisenkragen angelegt. Aber sie hatten nichts in der Hand gegen mich. Naja, und dann kamen auch schon Zulamin und Abelmir und Zulamin hat mich befreit und dann sind wir gegangen. Eigentlich jetzt nicht so viel. Aber wir haben jetzt immer noch nicht das, für das Manning auf diese Insel kommen will und wahrscheinlich können wir uns da nicht mehr frei drüber bewegen. Abelmir, du warst doch in die Bibliothek. Was habt ihr herausgefunden? Gar nichts. Ich frage nachher Kanazitiana aus. Er weiß irgendwas. Och, er weiß immer irgendwas. Du brauchst nicht Kanazitiana zu fragen. Ich war nämlich bemüht, ein bisschen Lektüre während meiner Zeit in der Zelle zu erhaschen. Nun, ich habe gesagt, ich wolle mir meine Verteidigung vorbereiten. Der Sonnenlegionär war dann so nett, mir ein Buch zu bringen. Das habe ich vielleicht entwendet. Was? Zeig mir das. Hier bitte. Ja, und ich ziehe das Buch hervor, aus dem ich die eine Seite rausgerissen hatte, lege die eine Seite einmal vor mich und schiebe das Buch zu Yalan rüber. Lesen wir jetzt Texte vor? Ich bin dafür, dass wir jetzt jeder einen Text vorlesen. Haben wir Texte? Dann ja, ja. Lest doch bitte einmal vor. Fängt Boltax wohl an, denn ich habe noch keinen. So nehme ich denn diese Last auf meine Schultern. Dir, Godarin, obliegt es nun so zu verfahren, wie bei unserer Konsultation besprochen. Dem geeigneten Ort wirst du auf Yandraskan finden. Das Wissen um ihn wird die Tempelmauern nicht überschreiten. Die überlassenen Schriften wirst du nicht mehr zurückgehalten. Sie werden mit dem anderen Dokument vernichtet, damit keiner meiner Nachfolger mit der Bürde dieses Geheimnisses belastet wird. Und ein Praios-Siegel darunter. Das habe ich herausgerissen, weil ich dachte, das wäre vielleicht etwas despektierliche Geheimnisse, die ich noch verwenden könnte. Und das haben sie dir gegeben? Ja. Einfach so? Nun, einfach so. Ich habe sehr nett danach gefragt. Weißt du, Yalan, wenn man nett fragt und freundlich ist, dann fallen einem die Dinge in den Schoß. Das ist ja unerhört. Dieser Laden ist ja noch verlotterter, als er von außen den Anschein hatte. Ich habe mir ja einiges ausgemalt, aber das ist wirklich der Gipfel. Ja, nicht wahr. Mich einfach so zu verhaften, nur weil ich von den Göttern spreche. Das ist wirklich der Gipfel. Ich bin froh, dass du dich in dieser Art und Weise echauffierst. Oh, Rafim, ich habe im Übrigen die Rache ausgerufen. Oh. Und, ja, wir haben Rakala. Ja. Was bedeutet das? Eine Fehde. Die Trollsacker haben jetzt eine Fehde mit... Naja. Ja, das bedeutet, ihr solltet die Trollsacker nicht von Bord lassen vor Ort, falls ihr die alle nochmal lebend wiedersehen wollt. Ja. Habt ihr sie unter Kontrolle? Nun, ich habe ihnen... Wie immer, Kapitän. Habe ihnen noch nicht direkt von der Fehde erzählt, aber sie ist ausgesprochen und, nun ja... Ich fragte euch was. Habt ihr die Kontrolle über die Trollzacker? Natürlich. Wenn ich einen weiteren von den Hurensöhnen töten muss, damit sie es verstehen, werde ich das tun. Das reicht mir aus. Nun, auf jeden Fall war das die kurze Geschichte, was mir passiert ist. Ich habe hier auch was, Boltax. Plötzlich geht die Tür in Spalt auf und ihr seht, wie Zulamin sich am Türrahmen festhält.
kann man euch stützen? Geht's euch gut? Dulamin, was ist mit euch passiert? Ihr lebt. Nee, Nietzsche meinte, ich sollte mich lieber in mein eigenes Bett legen. Aber jemand war dort. Könntet ihr bitte nachsehen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Du, ich würde mal dahin stapfen. Setz dich. Würde. Nur, ob es sicher ist. Und Dulamin bricht auf einem von diesen Sofas zusammen. Ja, ich würde zu Dulamin hin und einen Balsam wirken. Alan geht kurz zu Dulamin hin, kniet sich neben mir hin. Ich lasse mir Zeit. Er hebt sich dann wieder und geht zurück zum Abelmir und kniet sich seltsamerweise vor dem hin. Captain? Ja? Asche auf mein Haupt. Ich habe euch Unrecht getan. Ihr habt gemeutert. Erkennt ihr das an? Und nicht anders. Nun. Der Alpha hat mich erfasst und ich hatte ihn nicht im Griff. Was ist die Strafe für Meuterei? Dieser blickt euch. Ich überlasse es euch, eine Strafe für euch selbst zu finden. Ich hoffe, ihr seid weiser und lernt daraus. Entscheidet selber, welche Strafe über euch geschieht. Nun, die hohe Antwort wäre natürlich, dass ich nicht schon gestraft genug bin. Schließlich werde ich auf die heilige Insel Paios nie wieder einen Schritt setzen können. Aber dies ist natürlich nicht das, was ihr hören wollt. Und nicht das, was gerecht und weise wäre. Nun, ich habe nicht nur dir Unrecht getan, sondern auch Boltax. So ich ihm auch die, wirft einen Blick über die Schulter zu Dulamin. Gern die Verantwortung für das, was geschehen ist, geben müsste, muss ich sie doch eher bei meinen Brüdern im Glauben suchen. Die sie unrühmlicherweise bewiesen haben. Ich schwöre also, vor dir und vor Paios, dass ich das Unrecht, das sie ihnen getan haben, rächen werde. Mit ihm zusammen. Afim, eine Hauswirtschaftsprobe. Das habe ich nicht aktiviert. Dann Klugheit. Plus 7. Da sind wir raus. Du öffnest die Tür, sie ist nicht verschlossen. Das Zimmer ist nicht durchsucht worden. Es ist in Ordnung, so wie jedes Zimmer in Ordnung sein sollte. Aufgeräumt wie immer. Perfekt. Das Fenster ist einen kleinen Spalt auf, vielleicht um Luft reinzulassen. Du blickst dich um, schaust hinter die Tür, unter das Bett, unter den Schreibtisch. Aber ein Eindringling gibt es hier nicht. Hier wurde nicht einmal irgendetwas durchsucht. Wie auch immer sie auf den Gedanken gekommen ist, aber hier ist nichts. Ja, ich würde nochmal in meiner Tasche kramen und 3 kleine Holzpferde rausholen und sie auf den Tisch stellen. 1, 2, 3. Oh, die sind aber schön. Und mich dann wieder umdrehen, da rausstapfen und die Tür hinter mir schließen. Sieht alles gut aus. War keiner drin. Jemand war an meinem Schreibtisch, wenn es keiner von euch war. Nun, vielleicht war es einer von diesen Paios-Leuten. Ich habe ihnen erzählt, dass wir Briefe geschrieben haben. An denen schienen sie sehr interessiert zu sein. Ich habe im Übrigen Dulamin 10 Lebenspunkte wiedergegeben. Mit dem Balsam. Erhebe dich. Danke. Dir sei deine Strafe verziehen. Hasswolf! Hab alle Hände voll zu tun! Kommt her! Schnauze! Ich sagte, kommt her! Du merkst wieder, wie er stopft mit den Stiefeln und Sand rieselt über den Planken und dann nach ungefähr ein paar Augenblicken kannst du wieder die schweren Stiefel und vor allem sein Holzbein tocken hören und dann geht die Tür auf. Was? Jalan ist als erster 1-0 wieder eingesetzt. Willst du mich verarschen? Sehe ich so aus? Oh. Das untergräbt die Moral, ist mir doch egal. Das ist euer Schiff. Schließ die Tür von außen. Er lässt sie offen und geht einfach. Ich hasse Torvala. Ich gehe zur Tür und knall die zu. Ja, Dulamin, geht's euch gut? Dulamin hat wieder ein bisschen mehr Farbe und sie richtet sich ein bisschen auf.
Die Schreibtischschublade war offen. Und das Fenster. Ich glaube sogar, dass jemand die Bettdecke zurückgeschlagen hat. Jemand hat etwas gesucht. Gebt mir einen Moment. Ich gehe kurz raus und duck mich kurz raus und komme dann mit einfach allen Papieren aus ihrer Schreibtischschublade wieder zurück. Dürfen ja nicht so viele sein, oder? Das denkst du? Ja, so eine Handvoll. Es ist nichts in der Schublade. Warum gehen wir nicht alle durch und schauen, ob etwas fehlt? Nichts. Nichts mehr da? Nichts mehr da. Achso, okay, sorry. Dann Erlan kommt rein, sieht etwas betröppelt aus. Zynamin, ihr hattet eure Korrespondenzen in eurem Schreibtisch, ja? Ja, und in der Truhe. Und mein Tagebuch. Er blickt Abel mir sehr durchdringend an. Sie sind fort. Sie sind alle fort. Sie sollten vielleicht bei unseren Korrespondenzen ebenfalls nachsehen. Ja, Abel mir geht einen Schritt an die Seite und er fängt an unserem hier geteilten im Grunde Schreibtisch die Schubladen aufzureißen. Aber wir hatten doch nur den Sekretarius an Bord. Und wenn das Fenster offen stand, nehme ich eher an, jemand kam von dort an Bord. Wir sollten dies magisch überprüfen, ob Signaturen vorhanden sind. Ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe direkt. Parfim, zeigt mir, wo was war. Ja, für mich sah alles gut aus, aber... Wie gesagt, das Fenster war geschlossen. Wenn jemand von außen eingedrungen ist, dann müssen sie es aufgebrochen haben. Ja, wisst ihr ungefähr, wann das passiert sein muss? Lasst mich nachdenken. Ich hatte die Formulare für Canicetiana auf dem Schreibtisch liegen. Es wäre mir aufgefallen, wenn da schon etwas gefehlt hätte. Und der Sekretarius ist mit euch an Land gegangen. Er war es also auf keinen Fall. Ja. Das müsste aber immer noch die gleiche Wachmannschaft sein, oder nicht? Ja. Boldak, schau du dir das doch mal an. Ich gehe mal kurz jemanden anbrüllen. Ja, ich gehe dann dorthin und würde zum Fenster gehen und Sichtbereich Odem wirken und mir Zeit lassen. Ja, Rafim, du stehst vor den beiden Wachen der Dukatenmannschaft. Wie lange seid ihr schon im Dienst? Seit heute Morgen, mein Herr. Jemand hier vorbeigekommen? Ja, der ein oder andere. Der kleine Bengel von Diamantis und der Fette von dem Georden. Ja. Monach oder so. Sonst jemand? Schiffsjung. Ich hatte den Sekretarius, hatte ich auch noch gesehen. Ich dachte, na. Und die Piraten lassen wir nicht rein, aber den Horasier, der war noch hier, wollte was. Ja, welcher Horasier? Der, den wir neulich aufgenommen haben. Vor Hotalem oder so. Ja, und der war da drin. Er sagt, er wollte was vom Kapitän. Kommt nach 5 Minuten wieder raus. Aha. Ich setz sie meine. So. Wofür, mein Herr? Sagt mal, trefft ihr neuerdings die Entscheidung, wer hier Zutritt hat? Wurde ich nicht informiert? Ihr wart nicht da. Ja, und dann bewacht ihr diese Tür so, als wäre es euer verdammtes Zuhause. Und lasst nicht jeden Hurensohn hier rein. Findet ihn. Oder ich finde euch. Jawohl, mein Herr. Sagt den anderen, sie sollen ihn suchen. Ja, dann stapfe ich zurück, trete die Tür unsanft auf. Der orasische Bastard hat uns bestohlen. Verdammt. Oder die Schiffsjungen, aber... Ich denke, der orasische Bastard. Hat der Odem was ergeben? Nein. Okay. Welcher horasische Bastard? Diesen Flüchtling da, den wir aufgenommen haben. Diesen Mann aus dem Wasser. Ich erinnere mich. Ja. Es ist nichts Magisches zu sehen gewesen.
Ich erinnere mich nicht, von wem reden wir? Nun, es war ein Mann, der offensichtlich der einzige Überlebende war. Ich glaube, Dagon Lolona hatte sein Schiff versenkt. Der Mann? Ja. Aber mir erinnert sich noch an den Namen Kuron. Kuron, dieser Bastard. Wir retten ihn und er bestiehlt uns. Und weit weg kann er nicht gekommen sein. Hoffen wir es. Entweder er ist noch auf dem Schiff oder irgendwo auf der Insel. Wenn das Fenster offen war, ist er vermutlich dort hinausgesprungen. Dann hätte er zur Insel schwimmen müssen. Mit den ganzen Papieren? Das hätte man sehen müssen, oder? Nicht zwangsweise. Ich möchte den Wachen lieber raten, ihn zu finden. Ein Boot hat er wohl auf keinen Fall. Er muss auf der Insel sein. Ich habe übrigens, während ihr euch um das gekümmert habt, noch einige Blicke über die Papiere mitgeworfen, die Boltax mitgebracht hat. Oh das ja, die sind wichtig. Wird da des Öfteren erwähnt. Und auch einen Brief, den er jemand wohl ein Preisgeweihte, glaube ich, an seinen Sohn geschickt hat. Ja, dann gib doch mal her das Ding. Ja, dann lies doch einfach mal den nächsten Brief vor. Oder das Schriftstück. Ja, meine Güte, das sind aber Namen, du. Angoderin Lumina, Custos Lumines der goldenen Halle unseres Herrn Praios. Mein geschätzter Sohn, der Dank der ganzen Kirche sei dir gewiss. Deine Sorge bezüglich der Vita Praios Lobs von Selem war nicht unbegründet. Illuminatus, Utius und der ehrwürdige Bibliothekar Jeva haben weitere Dokumente aufgefunden, die Anlass zu großer Beunruhigung geben. Hat es all die Jahre niemand bemerkt? Oder haben sich alle blenden lassen von den Würden und Ehrungen, die er zu Lebzeiten und dem Tod empfing? Die Ehrung seines Andenkens wird beendet werden, sobald die liturgischen Renovationen wie geplant in Kraft treten. Weitere Maßnahmen, Verlautbarung oder gar Entschuldigung wird es nicht geben. Dort schließlich keine schlafenden Löwen geweckt werden. Was? Schlafende Löwen, die Rondra-Kirche. Üblicherweise würde man Drachen sagen. Ja, Drachen. Naja, diese Namen sagen mir nichts, Jalan. Weißt du, wer die sind? Die Namen sagen mir, frage ganz oft, nie gehört, oder? Nie gehört. Die Namen sagen mir gar nichts. Von, ist es denn datiert? Hier steht nichts. Scheint mir auch keine Korrespondenz zu sein, die für die Ewigkeit sein sollte. Jedenfalls ist das eine Unerhörtheit. Scheinbar haben sie irgendetwas herausgefunden, das... Du kannst mal eine Heraldikprobe würfeln. Heraldik, okay. Das ist ein Mirakel plus Talent für mich. Ja. Wäre also erleichtert um 4. Ja, deine Wirkung baut sich jetzt aber hart ab. Wir sind noch auf der Garnians-Quest, oder? Ja, aber du hast hart gemeutert. Es baut aber keine Entrückung ab. Okay. Ah. Wir haben hier nur zwei Schriftstücke, die tatsächlich auch datiert sind und beide aufs selbe Jahr. Gleich viel. Scheinbar haben sie irgendetwas herausgefunden, das sie vertuschen wollten. Ganz offensichtlich. Dann das dazugehörige Siegel entstammt wohl einem Lichtboten. Und laut dem Boten, das müsste Priopold der Zweite gewesen sein. Das war vor über 130 Jahren. Irgendwann im Jahr 900, ganz grob. Das ist schon lange her. Nicht so lang wie die Priesterkaiserzeit, aber 100, 200 Jahre? Sie wollten nicht, dass es an die Öffentlichkeit dringt, aber sie wollten... Nun, sie wollten einfach aufhören, damit ihm Bewunderung oder gar Verehrung zukommen zu lassen. Und dann haben sie, dann glaubt diesen Zettel, den Voltax aus dem Buch gerissen hat vom Tisch, haben sie ihn nach Yandraskan umgebettet? Das kann sein. Oh, Praios soll sie holen. Nun, das hat er bestimmt, wenn es Praios Geweihte sind. Versteht ihr denn nicht?
Wenn die Gebäude nach Hayamraskan umgebettet wurden, dann vermutlich auch alle anderen Reliquien. Und das bedeutet, sie sind weit außerhalb des Griffes der Paraskirche oder unseres. Wenn Manning davon weiß. Nun, aber woher sollte er davon wissen? Aber wir haben Yandraskan doch umsegelt. Wir haben Etlaskan umsegelt. Aber das ist doch in diese Richtung, oder? Nun, es ist die nächste Insel in der Kette. Verdammt, Captain, wir müssen nach Norden, und zwar so zügig wie möglich. Vielleicht sollten wir die verbleibenden Texte noch lesen. Vielleicht gibt uns ein Hinweis, wo wir auf Yandraskan diese Gebäude finden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier was. Eines Delatierten. Vertraglicher Erlass zur Bestattung des HL. Eierslob. In der Gruft zu Preiosdank. Des Heiligen. Heiliger Preil. Nun, ich überlasse es mal bei Preiosdank. Gegeben am 11. des Gravanmundes im Jahre 125 nach Thronbesteigung Aldeck Preiosvolls II. Da die Steinmetze die Arbeiten am Reliefschmuck auf dem Sarkophag noch nicht abgeschlossen haben, werden die Gebeine des Preiosloop zunächst im Sarkophag 4 gebeten. Sobald das Relief, das den gottgefälligen Triumph der Sonnenlegion auf den Stufen des Löwentempels zu Gareth abbildet, fertiggestellt ist, kann der Leichnam im Zuge eines heiligen Gottesdienstes feierlich überführt werden. Als Beigabe wird dem heiligen Preiosloop das Schwert Darlor genannt, Darados Klaue in den Arm zu legen. Die Klinge ist auf das Engste mit dem Wirken des Sonnenmarschalls verbunden, war sie es doch, die das Leben von über 100 Löwendienerinnen nahm. Das Ansinnen des Sonnenmarschalls Biofried wird auf Überlassung dieser Reliquie muss zurückgewiesen werden. Die Klinge ist nicht mehr geeignet, öffentlich geführt zu werden. Das Vermächtnis Preiosloops an die Sonnenlegion muss von späteren Generationen beansprucht werden.